So, jetzt muss ich, glaube ich, irgendwo hier hoch, ne? Da irgendwo hier war meine Einfahrt zu meinem Home. So, Home at Home. So, na, Papa ist wieder da. Schließe ich das Tor eigentlich von alleine oder muss ich das immer machen? Man weiß es nicht. So, hier ist jetzt ein Schließfach. Ich weiß gar nicht. Nee, Quatsch. Hier? Den Packsack an sich kann ich hier gar nicht abladen, ne? Scheint zumindest nicht so zu sein. Nö, oder doch? Einlagern könnte ich den. Werfen. Aufbrechen. Wie aufbrechen? Eingedickte Suppen und Gemüse. Die für längere Haltbarkeit gepackt wurden. Auseinandergenommen wird dieser Packsack durch einen oder mehrere Snacks ersetzt. Aha. Ich würde sagen, den Packsack, den schmeißen wir dann hiermit halt rein, ne? Lebensmittel viermal deponieren. So, jetzt haben wir 12 Lebensmittel quasi, 3 Medikamente. Und wir haben Einfluss gekriegt, wofür das auch immer ist. Überlebender hat die Blutseuche, ja. Entferne Trümmer von deinem Zuhause. Baue einen Außenposten. So. Check das ja immer noch nicht, wofür das hier ist. Ein Packsack entnehmen. Achso, hier kann ich Packsäcke entnehmen. Aktionen. Munition sortieren. Kosten eine Munition. Produziert zufällig Munition. Sortiere gesammelte Munition nach Kalibern. Aha. Benzinkanister aufladen. Fülle einen kleinen Benzinkanister auf, damit wir mit ihm unterwegs Fahrzeuge auftanken. Kosten ein Kanister. Habe ich einen Kanister? Ich glaube nicht, ne? Materialien. Habe ich einen Benzinkanister? Glaube nicht, oder? Normaler Rucksack. Ein mittelgroßer Rucksack. Ach, kann ich meinen Rucksack wechseln oder wie? Der hat 7 Slots. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Kleiner Rucksack. Hä? Warte mal, kapiere ich gerade nicht. Wofür war denn jetzt der andere Rucksack, den ich gerade genommen habe? Der leichte Rucksack. Ich, hä? Kapiere ich gerade nicht. Wo soll das hin? Weiß ich nicht, wo das hin soll. Aus X. Ausrüsten. So, der Rucksack hat 6, aber ich hatte doch gerade. Hier ist ja noch ein Rucksack. Normaler Rucksack. Mit 7 Slots. Der wäre doch besser als der mit 6 Slots, oder nicht? So, warte mal, wir legen den ab. Und wo ist jetzt der andere Rucksack mit den 7 Dingern? Ich verstehe das gerade nicht. Hä? Wollt ihr mich gerade verarschen, oder was? Wo ist denn jetzt der Rucksack mit den 7 Slots, den ich gerade hatte? Achso, der ist hier, warte mal, der ist wieder hier drinne. Ach, jetzt verstehe ich's. So, jetzt haben wir 2, 4, 5, 6, 7 Slots. Okidoki. Kommen wir schon der Sache näher. So. Flasche mit Schmerzmittel einmal, ja. Schmerzmittel brauchen wir definitiv mehr. So.
Okay. Dann schaue ich mal kurz mich hier zu Hause um, was wir hier eigentlich alles haben. So. Hier ist eine Küche. Küche benutzen. Oh Gott, oh Gott. So, Rationierung verordnen. Minus 15 maximale Ausdauer für eine Stunde. Minus 15 Moral für eine Stunde. Minus 50% insgesamte konsumierte Lebensmittel. Maximal minus 75% für eine Stunde. Decke unsere Lebensmittel, damit sie länger halten. Kosten eine Stunde. Also, da kann ich sie halt nur rationieren, ne? Ein Festessen vorbereiten. Plus 20 maximale Ausdauer für eine Stunde. Plus 10 Moral für eine Stunde. Dazu brauchen wir Wissen über Kochen. Gegenstand und Essen produzieren. Diese Verbrauchs Gegenstände zur Regeneration helfen uns, Ausdauer wiederherzustellen oder Ermüdung zu verlieren. Okay. Snacks zubereiten. Gute mit Snacks 4. Kosten eine Pizza. Ah, also Pizza sehe ich oben links. Das sind unsere Lebensmittel, die wir derzeit haben. Okay, die sollten wir hier auf jeden Fall lassen, weil Snacks habe ich selber genug. Nahrhafte Snacks zubereiten, das kostet dann schon zwei Lebensmittel und Wissen über Kochen. Das Snack stellt Ausdauer wieder her und verhindert den Hunger. Ich weiß gar nicht, wo ich sehen kann, wie viel Hunger ich eigentlich habe. Wäre interessant zu wissen. So, Gegenstände Essen produzieren. Samen sammeln. Produziert ein bis drei Kisten mit Samen. Kostet dreimal Nahrung. Mod. Mods verwalten. Installiere, verwalte oder deinstalliere Mods in. Es gibt Mods? Was gibt es denn für Mods? Keine Mods im Schließfach. Hey. Ja, interessant. Okay. Das war unsere Küche. Okay, gehen wir nochmal kurz. Was haben wir hier oben? Haben wir einen Balkonien? An der Werkbank oder was das ist? Okay, ich dachte gerade, da hängt was an Zellen. Okay, dann gehen wir mal nach unten. Schlafen die Leute eigentlich auch hier? Ich sehe gerade, mein Typ ist ein bisschen übermüdet, ne? Was haben wir denn hier? Eine Funkstation? So, Kommandozentrum benutzen. Kommandozentrale. Plus 2 Außenposten-Limit. Ressourcen finden Überlebende. Basisverwaltung. Öffne den Basisbildschirm. Hier kannst du Änderungen an unserer Basis vornehmen und siehst, wie sie sich auswirken. Okay. Aufwerten. Kommandantenzentrale 2. Kostet 6, keine Ahnung was. Das auch immer sein soll. Und zwei Arbeiter oder so? Ich weiß es nicht. Ach so, da kann ich nur hier. Verstehe. Okay, kommen wir, glaube ich, später zu. Was haben wir hier versteckt? Ach, das hier ist die Schlafkoje, war? Mit den vier Dingern? Ja, hier sind die vier Betten in der Koje. Was habe ich da? Betten ansehen. Hier Betten. Lass jemand anderes übernehmen. Charakter wechseln. Wechsel zu einem anderen Überlebenden in der Gemeinschaft, damit dieser Gesundheit regeneriert und sich von der Ermüdung und Trauma erholen kann. Ja. Ich würde mal ruhig wechseln, wa? Weil der Typ, der ist ein bisschen müde, sehe ich gerade. Bevor ich das aber mache, gehe ich noch mal eben nach oben
Und werd mal eben. Wo ging es denn hier nochmal hoch? Und werd mal eben. Da ging es hoch. Die ganzen Ressourcen, die er im Rucksack hat, die werde ich dann quasi mal eben hier reinschmeißen. Wobei, der hat nichts im Rucksack. Okay. Dann gehen wir wieder runter. Dann wechseln wir mal den Charakter. Dann kann der sich halt ein bisschen hinlegen und sich ausruhen, entspannen, wie auch immer. Wo war das Schlafzimmer? Hier? Ne, hier war was anderes, ne? Doch, hier ist auch ein Schlafzimmer. So. Wechseln. Scheiße, was habe ich jetzt gemacht? Abbrechen, diese Anlage reparieren. Kacke, jetzt habe ich nie aufgepasst. Diese Aktion. Alter. Ich weiß überhaupt nicht, was ich gerade gemacht habe. Scheiße. Ketten an. Naja, ich habe es jetzt völlig umsonst repariert. Wollte das eigentlich gar nicht machen, aber egal. So. Genau, wir wollten jetzt hier, lass jemand anderes übernehmen. So, ich glaube, ich wechsle jetzt mal zu dem da, oder? Ja, der ist relativ fit, ne? Nehmen wir den hier direkt. Kontrolle übernehmen. So, ich muss mal eben hier Shadow Streaming neu starten, weil mein Audio wieder so ein bisschen krisselt hier. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber hin und wieder ist es auf dem Shadow einfach. Frag mich nicht warum. Aber durch den Streaming-Restart ist das dann meistens behoben. So, ich habe den Charakter gewechselt. Kann ich mit denen jetzt schnacken da eigentlich? Klingt, als würde Doc mit dir reden wollen. Diesen Charakter wechseln, verstanden. Werde mich und. Aha. Ja, ich schaue mich aber erstmal hier um. Was haben wir hier? Hier ist quasi unser Badezimmer. Ich habe nicht mal ein Klo hier im Haus. Das ist ja ekelhaft. Wir haben echt kein Klo hier, oder? Wo machen die denn hin? Hier sind zugestellte Dusche. Das sollte man vielleicht irgendwann reparieren. Und das Klo, ja, weiß ich auch nicht. Wo machen die denn ihre Geschäfte hin? Das ist ja interessant. Okidoki. Ja, ist wohl so, wie das ist hier, ne? Ihr macht das schon, Jungs. So, hier war die Funkzentrale. Da ging es da oben. Da war ich jetzt ein paar Mal. Hier ist das Hauptschlafzimmer. Da habe ich gerade irgendwas gemacht. Keine Ahnung. Kamin. So, hier geht's raus. So, was haben wir hier draußen denn jetzt alles? Hier haben wir jetzt einen Slot. Anlage bauen, okay. Müll entfernen. Hört sich gut an. Die Rempel zerlegen. Kosten. Was heißt denn das? Kosten zwei Männer mit einer Schaufel. Was sagt mir das? Was heißt denn das? Man müsste ja wissen, was das heißt. Zwei Mannequins mit einer Schaufel. Kommen dann jetzt zwei hier hingelaufen und machen das weg, oder wie? Verstehe nicht, was es bedeutet mit diesen zwei Schaufelträgern. Ah. Keine Ahnung. So. Okay, wo ist denn hier die Tante, die mit mir nicht reden will? So, was kann ich hier jetzt wieder bauen? Achso, hier ist auch so quasi ein Außenslot, wo ich dann irgendwas hinstellen kann. So, wer bist du? So, zack, die Kollektion. Klingt, als wäre der Doc mit dir reden wollen. Ja, wenn ich Doc gefunden habe, dann kann ich gerne mit ihr reden. Aber ich weiß ja nicht mal, wo er ist oder sie. Wo Kaspar zieht denn rum hier? Gibt es hier irgendwas Interessantes? Nee, ne? Kann ich hier zufällig rein? Oh ja. Was haben wir denn hier für ein Haus? Ist ein Camper, aber da komme ich auch nicht rein, ne? Könnte man vielleicht was draus machen?
Weiß man noch nicht was, aber irgendwas kann man da bestimmt rausmachen. Okay, in den Camper kommen wir nicht rein. Dann können wir wieder raus. Hier gibt es aber nichts. So. Dann suche ich mal weiter nach Doc. Wo auch immer. Also hier draußen ist sie nicht, ne? So, es ist mittlerweile fertig gebaut hier. Müll entfernt. Läuft noch 3 Minuten. So, wo ist denn Doc? Ich muss erst mal wissen, wo Doc ist. RCS kann da nur hier oben sein. Ich habe keinen Plan, wo sie ist. Wir gehen mal Richtung Ausrufezeichen am besten. Das wäre dann ja irgendwo hier. Das heißt, sie müsste unten sein. Oh, das ist ja ein Gesuche hier nach den NPCs. Warte mal, gehen wir hier wieder runter. War die nicht hier draußen irgendwo vor der Tür? Nee, das ist er hier. Hä? Oh Mann, wo ist die olle Kuh denn? Warte mal. Ist sie im Haus oder ist sie nicht im Haus? Oder ist sie hier drin? Sie ist hier drin, oder? Ah, sie hat quasi. Nee, hä? Ich glaube, sie schläft. Ja. Sollten wir vielleicht erstmal schlafen lassen, oder? Ich will die jetzt nicht wecken. Oder soll ich sie wecken? Darf ich das? Oder wird die knatschig, wenn ich sie weg? Ich versuche mein Glück mal. Ohne Krankenstation wird im Sender Blutseuche nicht überleben. Kannst du das Gebiet nach Baumaterialien durchsuchen? Ich habe einen Handymast in der Nähe gesehen. Von dort aus solltest du einen guten Überblick haben. Okay. Ja, okay. Sorry fürs Wecken. Schlaf ruhig weiter. Ich suche dann mal den Handymast. Oh, langsam wird es wieder hell draußen. Sehr schön. So. Da vorne war, glaube ich, nur der Marker vom Auto, ne? Kann ich den Marker wieder entfernen? Nächstes Ziel. Ah, Wegpunkt hinzufügen, entfernen. Okay. So, Handymast. Wir haben hier auf jeden Fall ein Handymast, glaube ich, ne? Ein Imkerhaus. Ort nicht sicher. Aha. Außenposten Slot, du hast zwei. Ein Außenposten Slot, du hast zwei. Achso, das heißt, ich kann quasi da auch noch einen Außenposten machen, oder was? Rote Garage. Ja, Ort nicht sicher. Da soll ich hin, oder was? Mobilfunkmast. Ja, ich würde sagen, ich werde jetzt mal diese beiden Gebäude auskundschaften und danach würde ich mir das nochmal anschauen wollen, die Werbetafel. Aber gehen wir erstmal da in die Richtung da hinten. Mal gucken, was da ist. Wahrscheinlich das Gebäude da, ne? Imkerhaus. Ja. Schauen wir uns doch hier einmal um. Da. Mal gucken, ob wir Joni finden. Das wäre ja interessant. So, Honigwabenstück. Ein Luxusgegenstand. Süßigkeiten. Eine kleine Süßigkeit. Leider zu klein, um den Hunger zu stillen. Sehr hoher Handelswert. Interessant. Nehmen wir mal mit. Keine Ahnung, was ich hier handeln kann oder was ich damit handeln kann. Werden wir wahrscheinlich noch herausfinden. So, Behälter mit Chemikalien. Für die Herstellung oder Aufwendung von Anlagen. Nützliche Industriechemikalien zum Bauen und Mischen. Okay, nehmen wir mit. Das waren alle Honigwaben, die ich durchsuchen kann. Ne, da ist auch noch so ein Ding.
Behälter mit Honig, hier haben wir einen ganzen Sack voll, ey. Hä? Was war das denn jetzt? Medizinische Beratung. Naja, ich gehe jetzt aber wieder nach Hause, weil ich habe wieder einen ganzen Sack auf dem Rücken. Das will ich mal kurz abliefern. In mein Home. Wo war mein Home denn nochmal? Hier vorne direkt, ne? Ja. Dann liefere ich den Kram dann nochmal ab. So. Ja, bringen wir direkt nach oben in diese Zentrale hier. Lebensmittel dreimal deponieren. Okay. Quasi für Lebensmittel. So, weiter geht's im Programm. Glaube, ich war noch nicht fertig mit dem Gebäude da hinten. Da gibt es bestimmt noch ein bisschen mehr zum Durchsuchen. So. Okay. Die Frage, wo ist denn der jetzt? Kommst du denn her? Der klettert ja über die Mauer, der Kollege. Was hat denn der in der Hand? Einen Hammer oder was? Der tot? Ja, ne? So. Ich check erstmal den Außenbereich, bevor ich da reingehe. Gut. Draußen scheint zumindest alles safe zu sein. Dann können wir, glaube ich, rein. Wer grunzt denn hier? Wo ist er denn? Na, wo bist du? Zeig dich mir, wo bist du? Ort nicht sicher. Das ist mir schon klar, dass der Ort nicht sicher ist. Wo ist er denn, verdammt? Schläft ihr oder was macht ihr? Hier ist er nicht drin. Wo ist der Grunzemann? Hier drin? Wo ist er denn? Er kann nur hier drin sein. Das ist der, der auf dem Boden liegt. Der ist am Pofen, der Kerl. So, hat sich ausgepofen, ne? Okay, der Ort ist safe. Wir haben alles gesichert. Dann wollen wir mal looten hier. Kühlschrank ist immer gut. So, Tüte mit Mikrowellenpopcorn. Nehmen wir mit. Tüte mit Snacks, nehmen wir mit. So. Ein Molotow-Cocktail. Interessant. Packung mit schwachen Zigaretten. Verursacht auf jeden Fall Krebs. Immer noch. Deine größte Angst? Ja, das ist die Frage, ne? Was ist eine große Angst bei der Zombie-Apokalypse? Hat man da Angst vor Zombies oder hat man Angst vor Krebs? Das ist die Frage.
So, warte mal, zwei Kisten fehlen mir noch. Mir wird es ja angezeigt. Wo sind denn die anderen Boxen? Ah, hier ist noch so ein Waschbecken oder so. So, Paket mit rezeptpflichtigen Medikamenten. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Haben wir ordentlich einen Packsack mit Medikamenten gefunden? So, Flasche mit Schmerzmitteln nehmen wir auch mit, wa? Einen Slot haben wir ja noch. Gut, dann habe ich quasi eigentlich alles durchgelümmelt hier. Jetzt will ich mal gucken, was passiert denn, wenn ich diese Basis jetzt einnehme? Was habe ich davon? Kann ich aber gar nicht einnehmen, weil wir halt Ansehen brauchen. Oder Einfluss oder was auch immer. Wir haben halt zwei Betten. Ah, okay. Also umso mehr Einfluss ich quasi habe, umso mehr Gebäude können wir eigentlich einnehmen, um unsere Gemeinschaft, glaube ich, so dann quasi immer zu vergrößern. Weil umso mehr Leute ich ja finde, umso mehr Betten, Wohnquartiere brauchen wir ja in dem Sinne. Ich weiß halt nicht, wie viele Leute hier rumdoktoren. Das werden wir sicherlich noch herausfinden. So, ich gebe jetzt erstmal hier die Medikamente einmal ab. Ich schmeiße mal kurz hier ins Lager. Da freuen sich die Leute drüber. Medikamente viermal deponieren. So, das gibt es halt dann auch entsprechend Einfluss. Da freuen sich meine Leute. So. Packung mit schwachen Zigaretten, ja. Ich weiß nicht, was ich von den Zigaretten habe. Ich schmeiße erstmal alles hier rein. Flasche mit Schmerzmitteln. Das schmeißen wir auch erstmal rein. Warum habe ich denn eigentlich wieder nur den Rucksack mit 6 Slots und nicht mit 7? Deiner Militärrucksack 6. Verstehe ich gerade überhaupt nicht mehr. Kleiner Rucksack. 4 Pfund. Ich hatte doch einen Rucksack mit 7 Slots. Wo ist denn der jetzt hin? Ich verstehe das Spiel gerade irgendwie überhaupt nicht. Ich hatte auf jeden Fall mal 7 Slots gehabt. Das ist ja lustig. Das ist sehr lustig. Kapiere ich nicht. Naja. Soll wohl so sein. Okay. Gut. Das war das eine Haus. Das ist quasi safe und leer. Dann kann ich jetzt eigentlich geradeaus das Gebäude checken. Das haben wir nämlich leer geräumt. Nee, das ist die rote Garage. Hat nichts. Achso, das Gebäude haben wir quasi gesaved und das Gebäude ist noch nicht sicher. Also gerade, ja, geradeaus. Hätten war ich ja gerade, ne? Genau, dann gehen wir jetzt in das Gebäude mal rein. Schauen wir uns da nochmal um. Wir gehen mal besser hier in Schleichmodus. Und weiß nie so, was hier rumläuft. So. Kann ich da durchkraxeln? Geht das irgendwie? Nee, ne?